Und somit willkommen zu Deliver Us the Moon. Gibt uns unseren Mond zurück. Es soll gruselig werden, also starten wir mal. Ich hoffe, es wird nicht allzu gruselig. Freunde und Familien der vermissten Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054, der zu weltweiten Stromausfällen und dem Kontaktverlust zur Mondkolonie führte. Der Blackout war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Beginn der Aufzeichnungen hat Klimatologen zu Neubewertungen ihrer Modelle zur Wachstumsrate der Äquatorwüste veranlasst. Unter Einbeziehung des neuesten Sturms könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Mehrere Regierungen kündigten trotz wirtschaftlicher Probleme Unterstützung für Flüchtende an. Der Staubsturm wird so, wenn ich das so richtig sehe, sind wir hier mitten im Raum. Ich dachte eigentlich, wir wären der hier, der geradeaus so steht, der irgendwie hier mit der Raumanzug. Aber wir laufen hier wahrscheinlich ohne Raumanzug rum. Ich habe jetzt meinen Controller genommen, weil ich gelesen habe, bei Steam gibt volle Controller-Unterstützung. Ich habe mir jetzt den Xbox 360 Controller geschnappt, am PC angeschlossen und damit werden wir jetzt ein bisschen loszocken. Für die Menschheit, für die Zukunft steht hier WSA. Okay, ist bei uns wahrscheinlich immer noch die NASA. Fortuna, sind Sie da? So, hier ist mein Raumanzug. So, wir haben gerade einen Anruf bekommen, ob wir da sind. Vermutlich mal müssen wir hier ans... Dann müssen wir das gedrückt halten, oder? Hier können wir noch umschalten. Okay. A Moon Man, Far Crossing. Okay. Nette Glanzeffekte haben sie auf jeden Fall eingeführt. Raid Racing ist am Start. So, sie hatte mich ja gefragt, ob ich da bin. Die Frage ist halt nur, wo ist denn meine Funkstation hier? Ich sehe ja gar nichts. Gehen wir mal hier hin. Ist alles dunkel. Fortuna One, bitte kommen. Wir haben uns erstmal angezogen. Wir können uns ja gleich, können ja gleich zurückfunken. Bodenkontrolle an Fortuna One. Hier ist Claire. Bitte Funkkontakt bestätigen. Ist das Astro-Tool? Willkommen. Funkkontakt bestätigt. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Wir müssen vor dem Staubsturm abheben. Okay. Betritt den Abschussanlage. Super. Ja, das geht ja eigentlich so, von der Steuerung her. Ich wollte schon immer einen Mann auf dem Mond spielen. Jetzt sind wir aber noch auf der Erde. Die Taurus 5. 4 Jahre haben wir gebraucht, bis sie startklar war. Aber Sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Fortuna-Mission gescheitert. Endgültig. Oh, wir können sogar laufen. So. Was ist das hier? Ende der Zeitalter der Drähte, bla bla bla. Brauchen wir nicht. So, da ist ja die Rakete. Ach, mit rechts können wir scannen. Ist klar. Haben wir das in der Datenbank? Die Mission. Sputnik-Denkmal. Okay. Ist die Frage, will man das jetzt alles wissen? Muss man das alles wissen? Oder ist es doch besser, man konzentriert sich auf die Story und hebt hier ab? Der Knopf ist geschaltet. Leiter hoch. Steuerung geht eigentlich so mit dem Joypad. Kann man machen. Weiß nicht, ob es mit Tastatur vielleicht besser wäre. Aber wir probieren es mal so weiter. Wir gewöhnen uns da ja auch dran.
Jetzt denke ich mal, gehen wir wieder runter. Und jetzt müssten wir eigentlich den Fahrstuhl nehmen, der dann hoch zur Rakete führt. Jawohl. Gut, ich sehe, Sie sind auf dem Weg zur Anlage. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage. Dort können Sie die Rakete zum Start vorbereiten. Okay, das ist jetzt hier alles noch sehr moderat. Seit der letzten Mikrowellenenergieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre vergangen. Erst glaubte niemand, dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen könnte. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen. Ah, schon heftig, ne? Wenn man überlegt, wie kaputt die Erde da ist. Nicht schön, sowas. So. Ach, das ist ein Code. Okay. So. Lampe. Wir müssen ja den wahrscheinlich irgendwo einen Code finden, ja? Ach, da ist er doch. 3548. So, 3, 5, 4, 8. Korrekt. Sehr gut. Hier so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Das Gebäude gehörte mal zur WSA. Jetzt nennen wir es seit Jahren unser Zuhause. Ich kann nicht glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Nachdem dieser Sturm hier durch ist, wird die ganze Region bald zur Wüste gehören. Ach, mit RT kann man zoomen. Okay. Datenbank. Sind natürlich viele Dinge auch dabei zum Lesen. Das war ein... Ja, also nicht immer weiterbringt. Man könnte theoretisch es auch alles lesen, aber ich denke mal, die Handlung ergibt sich dann irgendwie von alleine. Ja, da kommt mal die Leiter hoch. Aber dahinter ist noch eine Tür irgendwie. Die beiseite schieben. Hier geht es jetzt weiter hoch. Ich hoffe ja, dass ich dann hier zur Rakete komme. Wobei, so weit bin ich hier wahrscheinlich noch gar nicht. MPT-Blackout ermittelt. Erstens der Transmitter der Pearson-Raumstation. Claire, da bist du ja. Komm schon, wir feiern drüben. Alle suchen schon nach dir. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns angesehen. Mehrfach. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange dauern. Bin gleich da. Ach, eine echte Johansson. Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Er hat das Mistding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen... Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, machen wir es. Darauf so, das Raketenmodell. Okay, anscheinend gab es da irgendwie Probleme. Okay. Möglichkeit, einer der Netzwerkpfeiler. Gut, Sie sind im Kontrollzentrum. Bereiten Sie die Rakete so schnell es geht auf den Start vor. Mach ich. Muss nur die richtigen Gerätschaften hier finden. Das sieht mir aus fast wie ein Fahrstuhl.
Finde ich aber auch geil, dass man nicht einfach abhebt, zum Mond fliegt und dann hat sich das so erledigt, sondern dass man halt auch wirklich sich vorher drauf vorbereiten muss, um da überhaupt hinzufliegen. Das finde ich echt sehr nice gemacht. So, Neustart. Berechne neuen Eintreffzeitpunkt des Sturms. Claire, wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Viel schneller. Uns läuft die Zeit davon. Weiter, Fortuna. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben. Okay. Hoffe ich doch, dass wir hier starten können, ja. Okay, da muss noch irgendwas anderes sein. Können wir mal gucken, was wir noch so aktivieren können. Beide Treibstoffventile schließen. Ach, das Springen, okay. Okay, hier können wir hier nicht mit interagieren. Ne, das hat sich erledigt. Dann gehen wir mal hier rüber. Ne, da geht auch nichts mehr. Da können wir auch nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch einfach nur raus. Genau. Hier raus. Geile Atmosphäre. Gefällt mir absolut. Finde ich ein Top-Game. Jetzt schon, obwohl ich es kaum gezockt habe. Also wirklich richtig geil. Die Idee alleine... da wiederhole ich mich vielleicht, aber die Idee allein schon zu sagen so, ey, wir fliegen da zum Mond, du kannst ja das aber, du musst vorher alles vorbereiten, dass du da überhaupt erstmal hinkommst, finde ich echt mega gut. Also absolut top. So, jetzt sind wir ja wieder hier draußen gelandet. So, gibt es denn noch irgendeine Stelle, wo wir hin müssen? Ich weiß ja gar nicht, kann ich die nochmal greifen, die Treppe? Ja, die kann ich noch greifen. Das heißt, dieses Gitter muss irgendwo hingezogen werden, wo ich sonst nicht hinkomme. Wenn ich das so richtig sehe. Oh, hier kann ich ja nichts mehr machen. Fahrstuhl ist jetzt da. Obwohl, warte mal, ich kann die ja mal mitnehmen. Vielleicht muss ich die auch irgendwie nach unten fahren. Oder? Geht das? Ich hätte so gedacht, dass ich mit der mit dem Fahrstuhl dann nach unten fahre oder so. Nee. Warte mal, ich mal gucken, ob ich hier überhaupt interagieren kann. Nee, interagieren kann ich ja auch gar nicht mehr. Das heißt, Fahrstuhl kann ich nicht mehr benutzen. Müssen wir mal gucken, was wir hier so finden. Okay, Sinn macht es ja denn, wenn nur, weil die ja in eine Richtung geht, die Leiter. Gehen wir mal wieder runter. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ob wir im Fahrstuhl vorbeikommen. Nee. Okay, aber am Fahrstuhl selber rauf auf den Fahrstuhl kommen wir auch nicht. Bin merkwürdig. Jetzt kann ich die auch, kann ich wieder umschalten hier. Jetzt fahre ich weiter nach oben, okay. Hm.
Oder wieder nach oben. Ja, gucken wir mal. Ah, hier müssen wir wahrscheinlich den Treibstoff aufdrehen. Sehr gut, das haben wir doch schon mal super gemacht. Mein Fehler. Nee, runter. Mein Fehler, dass ich das übersehen habe. Ich hätte mit dem Fahrstuhl gar nicht nach unten gemusst. Okay, man lernt ja immer dazu. Ist ja genau, hier müsste noch ein zweiter sein, habe ich mir schon fast gedacht. Oh. Alles klar, jetzt macht das auch mit der Leiter Sinn. Müssen wir die Leiter doch versuchen, hier hochzuholen. Was anders kommen wir da ja nicht hin. Hoffe ich doch, dass das die Lösung war. So, wir können sie auch nur von dieser Seite hier hochziehen. Oder ranziehen. Ach, drehen können wir sie auch. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Übersicht verschaffen hier. Ah, jetzt geht's super. Prima, dann war ja meine Idee mit der Leiter doch gar nicht so schlecht. Muss so ein bisschen stehen. Das müsste eigentlich klappen. Jawohl. Wir bleiben hier nirgends hängen, aber das müsste jetzt gehen. Doch, funktioniert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist doch schon mal prima. Schön. Super, dann haben wir das auch erledigt. Und dann müssten wir eigentlich wahrscheinlich die Rakete dann starten können. Die Wasserstoffventile sind geschlossen. Gehen Sie zurück ins Kontrollzentrum, um die Rakete auf den Start vorzubereiten. Ja. Vorhin ist nämlich, ist der Schalter, den ich gedrückt habe, immer irgendwie ausgegangen. Und zwar der hier. Er hatte mal versucht zu starten, aber dann ging es nicht. Jetzt müsste eigentlich die Zündung funktionieren. Okay, super. Sehr gut. Die Rakete ist startklar. Sie müssen starten, jetzt. Bevor der Staubsturm die Rakete vernichtet und damit alles, wofür wir gearbeitet haben. Oh, wir haben nur 1 Minute 27. Ich hoffe auch, dass wir hier hinkommen. Na, das klappt, das klappt, das klappt. Oder es wird knapp. So. Eieiei, jetzt haben wir noch, naja, 50 Sekunden. Ich hoffe, das reicht auch noch zum Anschnallen. Aber grafisch, ey, sehr geil umgesetzt. Wahnsinn. So, macht die Tür auf. Jetzt in der Leiter drin. In der Leiter, in der Rakete drin. Steuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Okay. Den hoch. Den hoch. So, wir nehmen mal die Maus. Das geht, glaube ich, besser. Den hoch, super. Startsequenz eingeleitet. F10. Orbitalzugriffsarm ein. Okay, dann müssen wir ein bisschen vorher loslassen. Hier schon. Nee. Jo.
Das hat hingehauen. So, und jetzt Nummer 3. An. Und da. Aus. An. Testaggregate fahren hoch. So. Fahre Sauerstoffarm ein. Sauerstoffarm ist gesichert. Sehr gut. Das haben wir auch gemacht. Jetzt kommen. Ja. Schalldämpfungssystem aktiviert. Sehr gut. 6. Das ist jetzt unten. Und bei 6 ist es so. Der oberste ist an, ne? So. Wasserstoffabbrennsystem aktiviert. Raketenbooster bereit für Zündung. Bereit für Countdown. Raketenboosterzündung start. Triebwerke bereit in 5, 4. Wow, wir haben's. Alter, wie geil ist das denn? Wir können auf den Mond fliegen. Ja, sehr cool. Ich werde jetzt wahrscheinlich umsteigen auf Maus und Tastatur. Ist doch feinfühliger, habe ich gemerkt. So, irgendwas anderes, was wir beobachten oder beachten müssen? Nö. Fliegen jetzt ins All, müssen auch bald da sein. Es wird schon dunkler. Sehr geil. Das ist doch schön. Ein bisschen rausgucken. Wahnsinn, ne? Wenn man überlegt, man ist. Das wäre jetzt echt so, ne? Man wäre hier direkt im Weltall. Das wäre ja cool. Oh, hier, unser Wüstenplanet. Oh. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Sie sahen eine Erde voller Leben. Und heute nichts als Staub. Wenn sie das MPT-Netzwerk zum Laufen kriegen, könnte es nach dem Fall der Mondkolonie endlich wieder Hoffnung geben. Um unsere Welt wieder aufzubauen und vor allem an die Zukunft zu denken. Ja, das wäre gut. Ich bin nur mal gespannt, was mich da oben erwartet. In der Pearson Raumstation finden. Von dort wird die Energie zur Erde übermittelt. Das war das letzte Glied im MPT-Netzwerk vor dem Blackout. Wenn es Antworten gibt, dann dort. Claire, wir müssen runter zum Schutzraum. Der Sturm wird schlimmer. Verstanden. Fortuna One, der Sturm wird den Funkkontakt unterbrechen. Sie sind dann eine Weile allein. Um die Station zu erreichen, müssen Sie... Oh, scheiße. Verbindung abgebrochen. Um die Station zu erreichen, müssen Sie... So, Ziel. Start die Rakete, schließt die zweite Phase der Startfrequenz ab. Schließt die erste Phase Startfrequenz, betritt die Rakete. So, bereit die Startfrequenz, finde das Kontrollzentrum und die Rakete. Betritt, rüste Astronautenauszug aus. So. Ist Sauerstoff? Sonst noch irgendeine Möglichkeit, wo ich eingreifen kann? Das scheint geklappt zu haben. Boah, super. Ey, wie verschmutzt die Wolken da sind, ey. Heftig. Sieht ja schick aus, ey. Wie geil das ist, so diese kleine Rakete, die da lang fliegt. Das hat echt was. So ein bisschen retromäßig, finde ich.
Deliver us the moon. Gib uns den Mond zurück. Da machen wir gleich mal einen Screenshot. Und noch ein, während der nah rankommt. Das finde ich ja sehr nice. Also die Atmosphäre, das Game bis jetzt, wow. 1 plus mit Sternchen. Okay, das ist die Verbindung, die wir haben, die Stromversorgung. Ich hoffe, dass wir die irgendwann wieder in verbinden können. Wer weiß, was uns da auf dem Mond erwartet, ob da überhaupt noch Menschen sind. So, docke an der Station an. Okay. So, Steuerung nach unten. Das sieht doch gut aus. Space nach oben. Ganz leicht nach oben. Nochmal nach oben. Oh, das wird doch mal ein Ritter auf Messerschneide. Wäre natürlich gut, wenn sich das hier so ein bisschen stabilisieren würde. Ein bisschen nach links hier. Jetzt ein bisschen runter. Jetzt können wir nach vorne. So, ein bisschen weiter rüber. Steuerung ist unten. Ja. Oha. So. Man muss sich immer vor Augen führen, dass das W vorne ist nicht nach oben, sondern das ist die Geschwindigkeit. So, nach unten ist Control-Steuerung. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Nach oben. Aber das soll erstmal egal sein. Nach unten. Jetzt wieder nach oben. Oha. Einigermaßen stabil. Runter, runter, runter. Genau. Rüber und ein bisschen bremsen. Das ist nicht zu schnell. Oha, jetzt nach oben. Oha, das wird spannend. Also, ob wir das packen, das könnte klappen. Ja, wir haben's. Oha, das war mal ein Krampf. Das ist echt übel. Und gerade, dass wir da oben andocken, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir landen direkt erstmal auf dem Mond. Das heißt, wir gehen erstmal komplett durch die Raum... Fähre raus, in diesen Turm wahrscheinlich rein. Bodenkontrolle an Fortuna One. Sie müssten jetzt Pearson erreicht haben. Der Sturm hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen
erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. So. Okay, eines Tages mache ich das Gleiche. Das. Okay, prima. F ist zurück. So. Oh, jetzt fliegen wir hier erstmal. So, da ist ein Ausstieg. Tab ist das Ziel. Betritt die Persona, die Person-Raumstation. Okay, da es eine Raumstation ist, würde ich sagen. Jetzt ist hier eine Leiter. Will hier irgendwas schalten? Nee. Also wenn ich mir vorstelle, man wäre in echter Schwerkraft unterwegs. Das kann ich euch sagen, das ist bestimmt nicht so einfach. Müssen wir mal gucken, von wo ich komme und wo ich hin muss. Sein, dass das mein Ausstieg war und dass ich jetzt hier lang muss. Ja, das ist ja meine Kapsel, ne? Oder? Müssen wir mal gucken. Das sieht ja geil aus, wie wir das gespiegelt haben. Nach links rollen, nach rechts rollen, Space nach oben bewegen, nach unten. Okay. Alles klar. Ja, das ist ja mal ein Raumschiff. Von da aus komme ich, genau. Genau. Automatisch geht das nicht auf. Da müssen wir wahrscheinlich... H02. Vielleicht hier oben durch. Ne, das ist nur eine Glasscheibe. Die Orientierung ist ein bisschen schwer, finde ich hier. Okay, von da kommen wir. War das hier schon richtig? Das ist ja auch die Luftschleuse. Sauerstoff ist auch fast aufgebraucht. Einmal hier. Boah, Alter, Orientierung. Ich sehe irgendwie überhaupt nichts. Jetzt habe ich mich hier einmal gedreht. Liegt hier was rum, mein Sauerstoff hat nur noch 2 Minuten 24. Okay, da geht's raus. Und da komme ich. Da geht's da lang. Sieht doch aus wie eine Leiter. Warum kann ich da denn nicht rein? Warte mal, vielleicht muss ich ja hier irgendwas schalten. Schalten und walten. Ist irgendwie verschlossen, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Ist eine Luftschleuse, ja, aber die haben wir doch schon mal bedient. Das ist doch da, wo wir herkommen, ne? Hier können wir unseren Sauerstoff nochmal auftanken. So, wir haben jetzt hier angedockt. Haben wir wieder 9. Das ist gut. So, jetzt geht's einmal nach unten. Unten ist quasi jetzt das neue oben. Da kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Okay. Boah, ist das eine üble Orientierung. Da scheint wahrscheinlich nur ein Fenster zu sein. Ja. Ist das hier ein Sauerstoffpack? Kann ich das einsammeln oder was ist das hier? Nee. Das habe ich gegriffen. Das ist gut. Das sah aus, als wenn ich Sauerstoff gegriffen hätte. So eine Sauerstoffflasche. Level 0. Kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Ah, hier können wir jetzt interagieren, alles klar. Sauerstoff aufgefüllt. Sind wir hier in der Raumstation? Müsste da auch noch Sauerstoff sein, ne? So. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang gleiten? Gottes Willen. Hier ist auch Sauerstoff. Jetzt die Frage, das ist das Lager. Okay. Wie komme ich jetzt zur Tür herein? Ich hoffe, dass wir ja irgendwann auch mal... Ah, hier haben wir noch einen Schalter. Ah, super. Jetzt wird es natürlich Energie... Hier nochmal Sauerstoff holen. Weil wir haben nämlich nur noch 24. Wir wollen Luftschleuse. Wir müssen zurück. Okay, super. Jetzt haben wir. Jetzt müssen wir wieder 2 Minuten haben. Okay, den Weg haben wir jetzt ja ungefähr. Das haben wir geöffnet. Das heißt, hier geht es jetzt rein. So. Hat er gesagt, also genau, wir müssen uns mal drehen hier, damit wir mal klarkommen. So, das ist der Zentralhub. Hier können wir aber nichts schalten. Hier können wir auch nichts machen. Okay.
Auf jeden Fall ist das jetzt hier richtig. Müssen wir nur mal gucken. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Ja, geh doch mal nach oben. Da rein zu fliegen, aber da waren wir ja schon. Dann fliegen wir mal hier hin. Toll, das ist ein Lager voller Sauerstoff, super. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwie da ranzukommen. Einschalten kann ich da auch nichts. Sauerstoff wird auch knapper. Das heißt, wir können nur hier ran. Luftschleuse. Da kriegen wir wieder Luft. So. Es geht leider nicht anders, bis ich rausgefunden habe, wo ich überhaupt da lang muss. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal richtig rum. Zentraleingang. Kein Hebel, kein gar nichts. Da kann ich auch nichts machen. Da geradeaus kann ich auch nichts machen. Das heißt, ich bin hier schon richtig. Den noch ein bisschen eigentlich, wenn ich... Okay, ach, die kann ich denn hier einsetzen, ne? Das sein? Sehr gut. Das heißt, ich muss die andere auch holen, die hier irgendwo drin steckt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Sicherung ist oder so. Aber man findet das schon raus, ne? So, wir holen uns noch einmal Sauerstoff. Sehr gut, dann haben wir nämlich vollen Sauerstoff. Gucken, wo jetzt hier eine Art Sicherung oder so war. Oder Hebel. Müssen ja irgendwo noch eine einsammeln. Oder hatten wir nicht schon eine zweite eingesammelt? Gucken wir mal, ob das klappt. Nö. Okay, aber vielleicht geht jetzt ja eine andere Tür auf. Jetzt haben wir die hier eingesetzt. Vielleicht geht denn da jetzt das, die Lagertür auf. Nö. Ach hier, genau, da können wir doch mal eine wegnehmen. Die setzen wir denn da ein? So, ein bisschen nach oben. So. Jetzt ist da dicht. Können wir denn irgendwo was... Ne, da können wir sie nur... Da können wir da nicht machen. Ah, wir haben die Lebenserhaltung wiederhergestellt. Geil.
So, überprüft die Stromversorgung der Station. Kontrollzentrum des Lybertrax. Bringe die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Machen wir das doch mal. Oder besser gesagt, das haben wir ja gemacht. Betritt die Raumstation. Der Fahrstuhl, der ist offline. Ist das Lager? Weil es fliegt so viel Sauerstoff rum. Ah, hier ist ein Schacht. Zentralschub. Expeditionsteam, hört ihr mich? Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Oh, das haben wir gescannt, was? Okay. Jetzt die Frage, wo jetzt der direkte Eingang ist. So. Haupthalle, Ratswohnen, MPT-Kontrolle, bla bla bla. MPT-Kontrolle war das, ja. Das habe ich schon gescannt. Hier sind wir rein. Jetzt bin ich aber ein bisschen am Rätseln hier. Aber okay, dafür ist es ja auch da. Lybra. Oh, Lybra. Mir wäre es ja lieb, wenn die Sperrkraft irgendwann mal wieder normal wäre. So, drehen wir ja genau so. Schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Drehen wir uns mal. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall. Hast du die Nachricht von der Erde gehört? So ist oft. Oh, was ist los? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Stromschlaggefahr. Manipulieren die Hardware oder die Treiber. Halten das Update zurück. Können wir das einsammeln? Nö.
Hier können wir auch nichts machen. Ja, das ist echt mal eine ganz andere Atmosphäre. So müsste es eigentlich richtig sein. Das Quartier von Rolf Robertson. Sehr geehrter Herr Robertson, ich habe einen wenigen Überlebenden Schlaf gefunden. 2539. Okay. Das heißt, irgendwo muss es auch ein Safe oder sowas geben. Ist das vielleicht ein Code hier, den wir eingeben müssen? Nee, können wir nicht mit interagieren. Auch nicht. Gucken, wo geht's denn da lang? Ich glaube, da von da kommen wir. So, das Schlafquartiere. Da sind wir eben gerade rausgeflogen, ne? Oder? Ist hier zu? Oder ne, da kommen wir rein. Okay, müssen wir uns mal drehen. Hier ist es. Ah, jetzt brauchen wir ja den Code. So, nochmal gucken. 2539 war das, okay. Hab ich schon wieder vergessen. So, 2539. Korrekt. Ich hoffe ja, dass wir hier MPT-Diagnose. So, Verbindung zum nicht hergestellt. Kontaktiere Mondzentrale. Keine Verbindung zur Mondzentrale. Zusätzliche Energie notwendig. Station Rotation. Rotationsantrieb der Station offline. MPT-Netzwerk offline. Okay, was können wir hier irgendwas machen? So, überprüfe die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Betritt die Pearson-Raumstation. Okay. Verbindung haben wir geprüft. So. Lesen wir das mal. Orion tragt Forschung und Entwicklung. Okay. Monaten hat mein Team, bla bla bla, Probleme. Hier können wir nicht interagieren. Das heißt, Diagnose haben wir gestellt, dann geht's mal in die Richtung hier. Auch geil, dann fliegt uns noch eine Tasse entgegen. Sind die Raumanzüge, mit denen können wir aber nichts machen. Hier noch eine Möglichkeit. Nee.
Sieht so aus, als hätte man das alles irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, gerade erst verlassen. Plasmaschneider vorbereitet zum Brennvorgang. Ja. Oh, das ist doch schon mal nice gewesen. Müsste sich ja irgendwas öffnen. Ah, hier. Also ich frage nur, wie öffne ich die Luftschleuse? Hier, alles klar. Einsammeln, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ach, jetzt sind wir im Lager hier. Oder? Nee. So, schneiden. Die Frage, warum das hier auch verschlossen war. Natürlich aufpassen, dass die uns hier nicht erschlägt. Jawohl. Wir haben nicht viel Zeit. Das haben sie ja mal ganz nice gelöst, dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt ersticke ich wirklich. Echt genial gemacht, muss man echt sagen. Also nicht schlecht. So, jetzt die Frage. Kann ich denn jetzt hier zwischenfliegen? Ne, irgendwie nicht, ne? Warte mal, da geht's doch durch. Habe ich eben gar nicht gesehen. Aber nicht mehr viel Sauerstoff, also. Nicht mehr viel Zeit. Bodenkontrolle an Fortuna One. Wir erkennen keine Veränderungen beim MPT. Ist da oben alles. Ich vermute mal, dass hier müssen wir wahrscheinlich einen Schalter umlegen oder so. Oder ist das nur einfach ein weiterer Weg? Das ist ein weiterer Weg. Oh, das sieht aber sehr nice aus. Unabhängig davon, dass ich schon fast keinen Sauerstoff mehr bekomme. Oder habe. Aber hier ist die Luftschleuse. Sehr gut. Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Wenn der Rat jede Woche mehr Material zurückhält? Glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal. Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Siehst du was? Bin gleich
lesen. Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Alles finster hier. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay. Ich schicke Alex, die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das Licht. Bin auf dem Weg zur Schleuse. Was ist da los? Die Oberfläche ist komplett dunkel. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse ein Labyrinth hier? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange. Hier ist alle hier. War irgendwas rot, aber ich glaube, das war nur Licht. Ja, doch, hier geht's lang. Das können wir nochmal scannen. Hier können wir nichts machen. Das sieht so aus, als wenn es hier weitergeht. Oh. Notfall auftrennen, ne? Machen wir das doch. Sehr gut. Auf jeden Fall scheint es da noch Energie zu geben. Weil überall diese elektrischen Ströme ja auch sind. Wir eben sehen konnten. So, hier ist ein Schraubendreher. Können wir den nehmen? Ne. Ich vermute mal, wir müssen jetzt hier aufpassen, oder? Wer steht da? R2-D2 oder wer ist das? Ah, aua, aua, da hab ich mich hier aber erschrocken. Ne. Und da steht Lager, okay. Mal richtig drehen hier. So, die blinken so komisch. Was kann man denn damit machen? Ach, die können wir auch... Ah, alles klar. Sehr gut. Das doch vorher schon gesehen hätte. Frage. Wartung. Okay, das ist eine Glasscheibe, ne? Warte mal, drehen wir nochmal. Manchmal erkennt man nicht so genau, ist das eine Glasscheibe oder nicht. Doch, wir spiegeln uns da drin. Würde ich sagen. Ja. Das ist gut, weil die sind jetzt hier auch aus. Okay, da sind wir auch reingekommen. Können wir damit irgendwie interagieren? Nee. So langsam kommt man in der Schwerkraft klar. Also, ist nicht mega einfach, aber es geht auf jeden Fall. So, verwende Area-Extraktversorgung. Überprüft die Verbindung. Sieht ja aus wie so eine Bibliothek, die man irgendwie nutzen kann. Haben wir hier die Sicherung rausgenommen? Ist auch zu. Frage ist natürlich, können wir eins von denen... Irgendwie
weiter drehen. Ne, hier können wir nicht interagieren. Hier können wir auch nicht interagieren. Hier auch nicht, hier auch nicht. So, die Tür kriegen wir. Die Tür kriegen wir ja auch nicht auf. Ah, hier ist auch noch was. Jetzt interagieren? Ja. Das war doch schon mal gut. Hier können wir die Verbindung kappen. Macht sogar einigermaßen Spaß, würde ich sagen. Ja. Hier auch. Da auch. Ist natürlich die Frage. Ah, das ist das nächste. Schon gedacht, was müssen wir denn hier machen? Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 40%. So, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier rauskommen. Und dann hier lang. Boah, ist das ein Durcheinander hier beim Fliegen. Aber trotzdem alles ganz chillig hier. Ja, da haben wir uns einen zu weit gedreht, das war schon richtig so. So. Jawohl. Prima, jetzt können wir hier den nächsten einsetzen. Okay, der ist voller Strom hier. Das heißt, wir müssten irgendwas durchtrennen, damit wir dann da langkommen, oder geht's, kommen wir auch so durch? Dürfen uns nur nicht treffen lassen. Da müssen wir ganz vorsichtig. Heikle Angelegenheit, würde ich sagen. Genau. Der einzige Vorteil ist jetzt wirklich, dass hier jetzt der Strom aus ist und ich nicht wieder einen gezogen bekomme. So, einen müssen wir jetzt noch lösen. Das war wirklich nice gemacht, habe ich noch in keinem Game so gesehen. Okay, dann müssen wir wieder ein bisschen Weg freischießen. Nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Das ist auch eine Option, die ich an dem Game auch feiere. Das macht echt Spaß. So, das heißt, wir müssen auch nach ganz oben. Ein Stück weiter. Ganz leichten Schlag kriegen wir immer ab, irgendwie. Boah, das war mal eine knappe Geschichte. Ich glaube, wenn wir noch einen Schlag bekommen hätten, dann wäre es das gewesen. So, jetzt drehen wir uns halt. Bevor wir interagieren, drehen wir uns nochmal richtig.
Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Oh, die versagen, obwohl wir es jetzt eigentlich repariert haben. Die Tür geht nicht auf. So, schau ich hier lang. Uiuiuiui, man will gar nicht aufhören zu spielen, Freunde. Das ist echt schon genial. So, wir haben doch hier auch das Lager, ne? Gucken, ob das jetzt auf ist. Ich dachte, das wäre wieder von... Ne, scheint von der anderen Seite jetzt hier zu sein. Okay, haben wir die Schotten dicht gemacht. Können wir das hier auch machen? Ja, sehr nice. Dann haben wir das auch zu. Machen wir alle zu, mal gucken, was passiert. Hier durch? Nee. So komisch, dann war das ja sogar richtig hier. Ja, warte mal. Muss wahrscheinlich dann auch zugemacht werden. Okay, dann haben wir die alle zugemacht, aber ich sehe noch irgendwo einen Schalter oder Hebel. Frage, ob wir hier jetzt reinkommen. Wir müssen uns auch mal drehen. Scheint einiges auch ein bisschen logischer zu sein. Haben wir jetzt alles zugemacht. Der ist auch zu. Der ist auch zu. Die Frage, was ist jetzt hier noch unsere Aufgabe? Nicht interagieren. Muss ja irgendeinen Sinn haben, dass wir das jetzt zugemacht haben. Hier kommen wir ja auch nicht rein. Sauerstoffreserven fast aufgebraucht.
sind wir wieder bei den Quartieren. Da wird einer aber selber schwindelig hier. So muss es jetzt richtig sein. Kontrollzentrum, da müssen wir nochmal hin, glaube ich. Ui. Dass uns ja nicht schwindelig wird. Aktivieren wir den Rotationsantrieb. Aktiviert. Jo, sehr geil. Oh. Ist falsch, dass wir das gemacht haben, oder gehört ihr das dazu? Ah, shit. Wenn ich das gewusst hätte, los. Ich hoffe, er kann hier nochmal greifen. Naja, okay, fast. So, komm. Die ziehen wir uns rein. Und dann hier durch. Zum Schluss hätten wir vielleicht noch einen Knopf irgendwo drücken müssen. Vermute ich mal. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Druck. Zeitlich ein bisschen besser hinkommen. Ja, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Da ist die Zwischenstation, wo wir wieder raus müssen hier. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen langsamer bleiben, glaube ich. Langsamer werden. Da habe ich letztes Mal gegen geflogen, das war nicht so schlau. Aber ich könnte mir die alle, wenn ich langsam bin, reinsnacken. Hoffe ich, dass das geht. Ah! Quasi eine Falle sozusagen. Oh, war das eine knappe Geschichte. Wir haben es gerade noch so abgebrochen. Also, fast dran gescheitert eben. Ja, da hinten müssen wir hin. Aber wir machen das mal anders, weil ich glaube, hier ist auch noch Sauerstoff drin. Ja, jetzt wird das zu knapp. Oh, hier wieder zurück mit den Schubdüsen. Und dann jetzt hier geradeaus durch. Es wird wieder knapp, aber da war ja letztes Mal auch noch Sauerstoff. Da sind wir jetzt endlich drin. Ich vermute mal, wir müssen hier einen Knopf drücken oder so. Komm, geh rein und drück den Knopf hier. Oh, wir haben es geschafft, ey. Boah, war das hart. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. So, wir sind jetzt erstmal evakuiert und fliegen jetzt zurück erstmal auf die Erde, ja?
Das war echt hart, aber geil. Ah ne, jetzt sind wir auf dem Mond, alles klar. Ich dachte schon, wir fliegen zur Erde. Das wäre es ja auch gewesen, wäre ja das Spiel vorbei. Ich habe gedacht, das ganze Ding, also der Fahrstuhl, der geht runter bis zur Erde. Ja, wunderbar. Tab Ziel. Sehr gut. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Game ist nice. Ich weiß nicht, ob es für jeden Zuschauer was ist. Aber ich fand es sehr interessant, sehr geil gemacht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.